Menschenrechtsverletzungen, die machen mich verrückt. Darum will ich wirklich gar nie solche Produkte, wo Menschen drunter leiden und schuften bis aufs Blut. Und wir profitieren, uns geht's auch schon gut. Drum stimme ich ja, drum sag ich ja. Ja, wir schreiben alle ja. Zur Konzernverantwortungsinitiative ja. Und etwas finde ich auch noch gemein und unerhört, dass einer nur wegen Profit einfach die Umwelt zerstört. Es ist möglich zu produzieren, gerecht und gut und fair. Dazu auch umweltfreundlich, das ist gar nicht so schwer. Drum stimme ich ja, drum sag ich ja. Ja, wir schreiben alle ja. Zur Konzernverantwortungsinitiative ja. Das Wasser wird vergiftet, Kinder werden krank, die Luft ist nicht mehr sauber, überall Gestank. Die, die es könnten ändern, denen ist das gleich. Wichtig ist nur die Kasse, Hauptsache man wird reich. Drum stimme ich ja, drum sag ich ja. Ja, wir schreiben alle ja. Zur Konzernverantwortungsinitiative ja. Bei uns schon längst verboten, schädliche Pestizide. Doch fröhlich werden sie exportiert, gleich wenn es Tote gibt. Die Armen werden ausgenützt, Kinder schürfen mit den Händen. Gold aus schwerer Erde, weil wir es so billig wollen. Drum stimme ich ja, drum sag ich ja. Ja, wir schreiben alle ja. Zur Konzernverantwortungsinitiative ja. Brasilien brennt der Urwald. Was hat das mit uns zu tun? Der Präsident soll stoppen. Der steht neben den Schuhen. Nein, der ist nicht alleine schuld. Schauen wir doch ganz genau hin. Verwickelt mit den Sojakonzernen sind auch Schweizer dabei. Grosskonzerne haben Köln. Millionen sitzen sie. Dass die Initiative runterfällt, das darf auf gar keinen Fall sein. Ausbeutung ist eine zu grosse Schande, das wollen wir nicht von unserem Land. Hängen drum eine Fahne auf, mit dem Slogan drauf. Konzernverantwortungsinitiative, ja. Konzernverantwortungsinitiative, ja. Konzernverantwortungsinitiative, ja. Konzernverantwortungsinitiative, ja.